Ich lese Medikamente im Test der Stiftung Warentest, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Im Kapitel Haut, Haare geht es um Haarausfall. Es werden Medikamente und Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge nach Wirkstoffen vorgestellt. Und ich bin angekommen beim letzten Wirkstoff, Östrogen, in Klammern äußerlich. Hier steht wenig geeignet, rot. Östrogen äußerlich. Das in einigen Haarwuchsmitteln enthaltene 17-Alpha-Estradiol gehört zu den schwach wirkenden Östrogenen. Die Bewertung 17-Alpha-Estradiol, rot, wenig geeignet bei Haarausfall, weil die therapeutische Wirksamkeit bisher nicht ausreichend nachgewiesen wurde. Der Wirkstoff kann die Wirkung eines männlichen Hormonabkömmlings behindern, der für den Haarausfall verantwortlich ist. Seine therapeutische Wirksamkeit als Mittel gegen Haarausfall wurde allerdings bisher nicht ausreichend nachgewiesen. Die Haarwässer sind deshalb wenig geeignet. Denkbar ist allenfalls ein Therapieversuch bei Männern und Frauen, bei denen ein hormonell bedingter, in Klammern androgenetischer Haarausfall stabilisiert werden soll. Wichtig zu wissen. Mit einer sichtbaren Wirkung können Sie frühestens nach 1 bis 2 Monaten rechnen. Länger als ein Jahr sollten Sie das Haarwasser nicht anwenden. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei Kindern und Jugendlichen sollten Sie die Präparate nicht anwenden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Während der Schwangerschaft und Stillzeit sollten die Präparate vorsichtshalber nicht benutzt werden. Während der Schwangerschaft und Stillzeit sollten die Präparate vorsichtshalber nicht benutzt werden. Das Ganze endet mit einem gelben Kasten, Haarverpflanzung nicht ohne fachärztliche Beratung. Und dann geht es weiter mit Hühneraugen. So.